Hallo, liebe Radwanderfreunde, mein Name ist Frank Köpschmann und ich möchte mit Ihnen gemeinsam eine Tour durchs Ronneburger Revier machen, dem ehemaligen Wismutgebiet. Wir sind hier am Schacht 403 in Drosen, unseren Ausgangspunkt, und über Ronneburg, die neue Landschaft und den Reusterberg wird die Tour gehen. Sie wird rund 4 Stunden dauern und wir sind an historischen Orten und werden diese erkunden. Folgen Sie mir, um mehr über unsere Tour zu erfahren. Der Steiger kommt und er hat sein helles Licht bei der Nacht und er hat sein helles. Ja, liebe Tourteilnehmer, wir befinden uns jetzt in Ronneburg an der Bogenbinderhalle und am Schaubergwerk. Hier können Sie noch einmal unter Tage eintauchen in die Welt der Bergleute. Sie können sehen, wie hier vor Ort gearbeitet worden ist, wie die Arbeitsbedingungen waren. Eine sehr interessante Sache und das sollte man sich anschauen. Weiter geht es. Nun bergauf. Ja, liebe Tourfreunde, wir befinden uns hier am Schacht 407, der einzig erhaltene Wismutschacht. Hier wurde kein Erz gefördert, hier wurde nur Material bewegt. Darum ist er erhalten und ist heute noch begehbar. Der Ronneburger Bergbauverein pflegt diese Anlage und stellt sie für Touristen zur Verfügung. Und wir werden auch diese Chance nutzen und werden da mal reinschauen und werden uns mal die Technik der Wismut anschauen. Der Reusterberg, höchste Erhebung mit 372 Metern in Ostthüringen. Seit über 100 Jahren ist der Bismarckturm sein Wahrzeichen. Bei schönem Wetter hat man einen großartigen Rundumblick. Fichtelberg und Auersberg des Erzgebirges sieht man im Süden. Selbst das Völkerschlachtdenkmal bei Leipzig ist zu erkennen. Von hier aus kann man die großflächige Ausdehnung des ehemaligen Bergbaugebietes überschauen. Im sich ausbreitenden Sprottental erkennt man die mittelalterliche Burg Posterstein. Liebe Tourteilnehmer, wir sind hier am Ende unserer Runde. Wenn Sie gern einmal mit dabei wären, dann buchen Sie diese Tour bitte über die Altenburger Tourismus GmbH in Altenburg bzw. im Internet. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie hier im Ronneburger Bergbaugebiet begrüßen dürfen. Wir wünschen allen einen angenehmen Aufenthalt, viel Informationen für Sie und eine schöne gemeinsame Zeit. Steigen Sie auf, wir nehmen Sie mit. Schwarzbraunen Mägde.